Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Build Waffen oder Schwerter. Heute zeige ich euch meine Replika aus dem Film Hellboy The Golden Army von Prinz Nuada. Ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen. So sieht das aus. Gebaut habe ich das aus einfachem Sperrholz, 10 mm stark. So, ja. Und hier eben rechts und links auch nochmal 10 mm drauf geleimt. Das hier vorne, diesen Abschluss, den habe ich aus Autospachtel gemacht. Aus einer Spachtelmasse, so zwei Komponentenspachtel ist das. Das geht eigentlich immer ganz gut, kann man schön bearbeiten. Wie immer hatte ich keine richtige Vorlage, sondern habe mir das halt einfach ja, Pi mal Daumen eben ausgedacht, wie halt genau die Rundungen hier sind, also der Radius hier und hier. Da gibt es halt keine richtigen Vorlagen, wo halt die ganzen Maße und alles draufstehen, sondern es ist halt alles so ein Ding Pi mal Daumen, wie es halt einem gerade so gefällt. Und mir gefällt das so sehr gut. Okay, was habe ich gemacht? Ich habe, wie gesagt, 10 mm Sperrholz genommen, die Radien eben aufgezeichnet und auch die Länge und die Größe des Schwertes, so wie ich der Meinung bin, dass es ungefähr dem Original nahe kommt. Habe dann eben die Schneide geschliffen auf beiden Seiten, wie man schön sieht hier. Habe hier den Griff von hier vorne, ist es noch ein bisschen, ja, rechteckig könnte man sagen, mit Radien an den Seiten bis hier hinten, dass es halt richtig rund ist. So, ne? Richtig rund, genau. So. Diejenigen, die jetzt sich gut auskennen mit dem Schwert bzw. mit Hellboy, werden sehen, dass die Gravuren hier und auch hier nicht dem Original entsprechen. Das Problem ist ganz einfach, ich habe kein wirklich gutes Bild gefunden, dass ich das irgendwie hätte übertragen können. Sondern es war auch so wahnsinnig filigran und tausende von Linien und so. Und ganz ehrlich, boah, das hätte ich mit meinem kleinen Gravierstichel wahrscheinlich nie so hinbekommen. Deswegen habe ich mir hier einfach was ausgedacht. Einmal hier, das Zeichen kennt ihr, das Zeichen der Unendlichkeit. Und hier eben so ein Fantasie-Verzierung. Aber ich habe mir schon Mühe gegeben, dass da wirklich überall was ist und dass es auch ein wenig passt und so. Hier hinten genau dasselbe. Da habe ich das auch so gemacht. Ja, und dann habe ich hier hinten, das habt ihr schon gesehen, gibt es beim Original so einen Ring dran. Da habe ich einfach eine Mutter genommen und einen doppelten Nagel, hab das umgebogen und dann eben durchgeführt, beides. Und ja, ich finde, das sieht richtig geil aus, also dafür, dass es einfach so aus ein paar Sachen, die rumgelegen waren, zusammengebaut ist, kann man sich nicht beschweren. Das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, ist der Griff. Ich habe leider keinen schwarzes Leder mehr gehabt, großartig, also nur so kleine Stücke, und das sieht man natürlich hier und hier, ja, dass ich dann neu angefangen habe zu binden, und das sieht einfach nicht schön aus. Von der Seite ist es nicht ganz so schlimm, da ist bloß das eine hier, aber ich werde wahrscheinlich das komplett nochmal neu binden, wenn ich mir wieder ein bisschen Leder besorgt habe, weil, also, soll schon schön sein. Aber ich kann euch noch was sagen, ich habe einen kleinen Trick angewandt bei diesem Griff, und zwar
habe ich das geleimt. Also schön mit dem Pinsel überall Leim aufgebracht, damit es auch gleichmäßig verteilt ist. Dann habe ich das gebunden und danach habe ich mit einem ganz einfachen Verband, so einem ganz billigen Verband, habe ich das ganz fest gedrückt hier drum, nochmal gebunden überall mit dem Verband mehrmals. Und dadurch entsteht das hier. Dann ist der Übergang, schaut ein bisschen geiler aus, finde ich. Ist ja nicht einfach so ein 0815 gemacht, sondern schaut einfach geil aus, finde ich. Ja, das zu dem Schwert. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Hoffe ich mal. Ja, mich würde interessieren, was ihr dazu sagt. Gefällt euch das Schwert? Schreibt es in die Comments. Ich freue mich darüber, über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder bei einem neuen Let's Build. Bis dann, euer Lord.